Herzlich willkommen zu einem Unboxing. Dieses Mal geht es um eine Ethernet Switch. Und ja, die ist natürlich für einen Server geeignet. Und Sixel ist ja auch eine sehr bekannte Marke. Also sehr bekannter Hersteller, sagen wir mal so. Und dann schauen wir mal. Eine sehr ordentliche Switch. So, und ich packe sie jetzt mal aus. Das ist ein Unboxing. So, hier kann man auch die Switch befestigen. Das ist auch möglich. Leitstecker wird eigentlich auch mit dabei befinden. Oder ist das so? Genau, aktiver Kühler ist klar. Ja, coole Sache. Sieht sehr gut verarbeitet aus. So, und jetzt schauen wir uns gleich mal das Zubehör an. Hier einmal Einbauzubehör, wenn man das dann sauber befestigen möchte, das ist schon ganz praktisch. Und dann haben wir natürlich hier das Netzkabel. So, gucken wir uns mal an, was ist denn überhaupt handbuchmäßiges hier überhaupt dabei. Das sieht mir irgendwie alles nur wie Garantiezettel aus. Hier ist Ethernet Switch Series, gut, schauen wir das mal an. Sehen wir auch die Sprachen, in Deutsch ist es auch erhältlich, das ist gut, was da ist. So, dann zeige ich euch das Ganze mal. Hier ist dann die Befestigung halt, ne? Ja, ist relativ simpel, ne? Plug and Play anschließen und los geht's, ne? Gut. Qualitativ würde ich sagen, sieht das Ganze sehr gut aus. Macht einen sehr guten Eindruck, so wie man es halt von Sixel halt kennt. Ja, hier sieht man auch die maximale Power, die rausgeht. Ist ja auch immer relevant, wenn man gerade die Serverkosten und die Stromkosten, sollte ja auch alles so im Rahmen bleiben. Und ich zeige es euch noch mal so ein bisschen näher. Wir können dann auch noch mal entsprechend hier das einstellen mit Extend Range. POME-Modes auch da. Gut, ja, ich denke, da habe ich euch jetzt alles gezeigt. Das war's.